ich was? Na, ein bisschen zu langsam. Oh Gott. Ja. Papa, kriegst du noch eine Wurst? Marie, gebrannte Mandel, Zuckerwatte, zwei kandierte Äpfel und noch diese Riesenwurst. Schluss. Mir ist schlecht. Tja, dann sollten wir wohl jetzt nach Hause gehen, ne? Nee, erst will ich Oma hören, bitte. Luftballons, wo ist der Luftballons? Wer möchte Luftballons? Ja, hier, schön. Wie oft hat mich zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut? O Tannenbaum, du kannst mir sehr Weihnachten, Mama.
20 Uhr geöffnet. Kommen Sie, kaufen Sie wunderschöne Sachen. Sophie, ob Sie mir das bitte ein bisschen abstellen können? Ich möchte es zum Heiligabend anziehen. Nee, das geht so nicht. Das stecke ich Ihnen ein bisschen ab bis morgen. Ach, das wäre ja schön, ja. Gott sei Dank. Ja. Das muss an der Schulter ein bisschen weg. Das hat mir wirklich abgenommen. Na ja, jedes Kilo entlastet die Knochen, ne? Sie arbeiten zu viel. Sie sollten sich ein bisschen was gönnen in Ihrem Alter. Was heißt denn Ihr Alter? Frau Fiedler! Ja. Was wird's denn? Guck mal, ich muss uns auch noch einkaufen, ja? Wozu? Morgen ist doch Heiligabend. Weihnachten fällt aus. Ist ja ein Tag wie jeder andere. Ich bin nicht für Sentimentale, Frau Fiedler. Trotzdem sollte Ihnen die Decke auf den Kopf fallen. Unsere Tür ist jederzeit für Sie offen. Vielen Dank. Aber Einsamkeit gibt's bei mir nicht. Schönen Abend noch. Außerdem werden Sie mich beinahe schlagen. Erzieht der Vater. Beziehung, das
länger, weil du arbeiten musst. Heute haben wir alle Dienst. Heute brennen die Weihnachtsbäume und die Luft. Zank und Streit und Selbstmord. Da gibt's viel Arbeit. Naja. 5 Knöpfe. Nächste Mal meldest du dich beim Gästen. Ja, Mutter. Danke, Mutter. Wenn ich dich nicht hätte. Christ, der Retter ist da. Und warum hat er meine Mama nicht gerettet? Ja, also mach's gut, mein Junge, und fahr vorsichtig, nach was auf dich ab. Warum, Oma? Ja. Lass dir was einfallen, Mutter. Wo war dein Retter? Wenn ein Besoffener mit 100 durch die Stadt rast und unsere Anna umfährt, mach bitte schön nicht ihn dafür verantwortlich, ja? Und außerdem ist heute Weihnachten. Wenn es bloß erst vorbei wäre. Psst! Ich von dem Kind, ne? Pass auf dich auf. Du würdest das Fest des Friedens. Hm? Bis nachher, liebe Kinder. Tschüss, Papa. Habt ihr euch jetzt gestritten? Nein. Na Gott sei Dank. So, und du putzt jetzt die Zähne, dann ziehst du dich an und dann fangen wir langsam an, den Weihnachtsbaum zu beschmücken. Aber erst muss man ins Wohnzimmer stellen. Ja, aber erst musst du dich anziehen. Ne? Geht klar. Ja, mein Engelchen. So, was mache ich jetzt? Stop sound. Nee. Komm, mein Johnny, komm. Wo willst du denn hin? Wieso kommst du denn schon? Na, wir müssen ja noch einiges vorbereiten. Ja, was wollen wir denn vorbereiten? Na, den Baum schmücken. Wir wollen doch keine Sentimentalitäten. Bei wem Baum? Na los, komm. Wohin? Kartoffelsalat kaufen. Aber nicht wieder den aus der Plastikschüssel. Kannst du dir nicht mal was anderes einfallen lassen? Jedes Jahr immer dasselbe. Keine Widerrede. Kartoffelsalat und Würsten sind Tradition. So, der große Vogel schwurrt schon. Sag ich nicht, du kannst den Mund nicht halten. Ich weiß es. Du sollst nicht stöbern. Sieht das blau aus? Ja, der ist für Papa. Den habe ich selber gestrickt. Warum stöberst du immer? Was Spaß macht. Und was krieg ich zu Weihnachten? Irgendwas Fritze. Was ist denn das? Ja, erklär ich dir später. Komm, und die bringst du jetzt runter. Nachher runter zu Herrn Hamster. Ne, mit einem schönen Gruß. Das machen wir jedes Jahr. Und wann soll ich die runterbringen? Nach der Bescherung. Ah, die stören mich jetzt. Keine Angst, ich war mal seine Täter. Komm! Oma! Oma, wir kommen! Was ist denn hier? Wo liegt denn die Oma? Am Fenster hier. Oh, den Himmel! Den lassen wir jetzt mal weg. So viel. Komm, ich helfe Ihnen. Oma, Oma! Was machen wir denn? Stabile Seitenlage. Ja, wie? Moment, wie war das noch?
mich denn gemacht, Sanitäter? Nicht anfassen, nicht berühren. Hitler, ruf einen Arzt. Ja. Frau Hitler, alles wird gut. Alles. In die Meißnergasse 17, Luise Fiedler, sofort. Lebensgefahr. Nein. Gut, in 5 Minuten. Ihr Leitstelle, Brandmeister Fiedler. Bitte sofort einen Notarztwagen in die Meistergasse 17. Nein, unser Rettungswagen ist noch im Einsatz. Fiedler, Luise Fiedler. Ja, es handelt sich um meine Mutter. Sich nicht bewegen können. Und wie komme ich nach Hause? Überhaupt nicht. Ruhen sich ein paar Wochen bei uns aus. Was? Erst mal sehen. Danken Sie Gott, Frau Fiedler, dass Sie sich nicht das Genick gebrochen haben. Mein Weihnachtsmann. Hallo,
Adam, ja. Ich bin's, deine Mutter. Ja, ich lebe noch. Eine Beckenringfraktur, sagt der Doktor. Hör mal, Adam, also, der Franz Hamster, der passt doch auf die Marie auf. Und sieh doch zu, dass du so schnell wie möglich Feierabend machen kannst, ja? Komm, setz dich erstmal her. Bei Fiedler. Hallo, Frau Luise. Na sowas. Das tut mir aber leid. Was ist denn? Nein, alles paletti. Die Gardinen hängen, die ganz duftet. Und Marie, also Marie. Luise, die Leitung ist unterbrochen. Ich höre sie nicht mehr. Wenn sie erfährt, dass Marie verschwunden ist, fällt die tot um. Tot um? Hör mal. Im Donnerwetter, wo kann denn das Kind bloß sein? Ich Idiot. Weißt du, wo Marie ist? Nein, weißt du wieder nicht. Na, sag's doch. Na, komm mit. Ja, bitte ganz. Überleg doch mal, wo könnte das Mädel denn sein? Na, komm, ich zeig dir es. Komm mit. Frau Luise, tut mir leid. Wir sind leider nicht mehr da. Kann nicht sein. Der Engel hat sich geirrt. Wie soll eine Puppe denn meine Oma retten? Ich muss den Engel noch mal fragen. Was nicht? Warum ist denn niemand zu Hause? Mach ich denn los? Reiß dich zusammen, Luise. Du musst hier raus. Fiedler, komm zu Schwester, was machen Sie denn?
da kommt sie das Einzige. Aber bitte vorsichtig, das tut ihr weh. Hingekommen bin ich. Fedra, sie ist unterschaut. Also ja, abhauen wollten Sie, geben Sie es zu. Ach, sind Sie Großvater, sind Sie Vater? Ach, was wissen Sie denn schon vom Leben? Nichts dergleichen, ich bin ausschließlich für meine Patienten da, auch wenn sie so unvernünftig sind wie Sie. Auch wenn Sie jetzt stören, ich bin Mutter und Großmutter. Und so ein Krankenhausaufenthalt ist für mich der reinste Knast. Danke für das Kompliment. Und falls das nochmal passiert, dann zahlen Sie die Rechnung für diesen Knast. Das versteht denn der schon davon? Marie! Entschuldigen Sie, haben Sie ein kleines Kind gesehen? Keine Spur von dem Kind. Die Mutter stirbt, bricht ein Chaos aus. Ja, wenn wir sterben, mein lieber Franz, kräht keine Ahnung. Keine. Aber schön ist es hier. Die hohen Bäume. Ganz in der Nähe die Straße. Die Autos, los. Hier kannst du mich begraben. Nee, mein Lieber, du begräbst mich. Du mich? Was mache ich denn ohne dich? Polizei. Warum denn nicht? Weil Adam Fiedler Brandmeister ist. Polizei und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand. Feuerwehrleitstelle Fiedler. Hallo, Herr Franz. Gesagt? Nein, nein, Franz, Sie können nichts dafür. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kümmere mich darum. Max, vor Stunden wurde euch das Verschwinden meiner Tochter gemeldet. Ja, Marie! Nein, immer noch nicht. Gut, wenn mir das klar ist. Alle, die zur Verfügung stehen, rücken sofort aus! Wenn ihr meine Tochter nicht findet, dann... Gnade euch Gott. Meine Damen, die letzte Bluse. Nicht mehr teuer, selbst entworfen, selbst genäht. Paar und Knöpfe, ganz feines Material. Wirklich nicht mehr teuer. Hey, warte mal. Hey, du, die ist fettig. Würde ich auch stehen, ja? Was willst du denn dafür haben? Müsste ich machen. Okay, den nehme ich. Bei dem Franz. Du, ich hab noch 100 da. Naja, weiß nicht. Mach ich mir noch selber ein Weihnachtsgeschenk. Und fährst du heute noch nach Dresden zu deinen Eltern? Ja. In 3 Stunden, da geht mein Zug. Da, Großfest. Du, sag mal, warum ist Frau Fiedler heute nicht getroffen? Ich habe dein Kleid fertig genäht. Vor 2 Jahren ist sich die Schwiegertochter verunglückt. Tödlich. Jetzt führt Luise den Haushalt und kümmert sich ums Kind. Da wird sie am Heiligen Abend keine Zeit haben. Das habe ich nicht gewusst. Das wissen die wenigsten. Bringe ich ihr das Kleid schnell vorbei. Hm? Also dann. Tschüss. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hey!
Tut dir was weh? Ich will hier raus. Ich will nach Hause. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist ja die Marie. Weißt du was? Ich hole jetzt Hilfe und dann holen wir dich hier raus, ja? Der Engel soll mich retten. Der Engel? Ja. Vielleicht treffe ich den ja unterwegs. Aber du darfst jetzt nicht mehr weinen, ja? Bleib ganz ruhig. Ich hole Hilfe und dann holen wir dich hier raus. Ja, aber wirklich? Ja, versprochen. Bis gleich. Hallo? Mein Name ist Sophie Kramer. Ein Kind ist in eine Grube gefallen, am Güterbahnhof. Zwischen den Gleisen, bitte kommen Sie schnell. Mein Kind. Hoffentlich nicht Marie. Rettungseinsatz. Am Güterbahnhof ist ein Kind in eine Grube gefallen. Wir rücken aus mit RTW und Leiterwagen. Ja, mein Mann, hast du geholfen? Ja. Güterbahnhof! Wo weiß ich auch nicht. Wieder da, ja? Marie, ich lass jetzt das Seil runter. Halt dich fest. Ich zieh dich hoch. Halt dich fest. Komm. Komm, komm. Halt durch, ja? Komm. Dabei bin ich in die Grube gefallen. Aber der Engel hat mich gerettet. Was denn für ein Engel? Na, der da. Tja, dann müssen wir uns wohl bei dem Engel bedanken. Ich wollte gerade zum Bahnhof und da. Vielen Dank, lieber Engel. Kannst du auch noch die Oma retten, lieber Engel? Bitte, Oma darf nicht sterben. Oma geht es gut. Sie muss erstmal noch im Krankenhaus bleiben. Komm, wir fahren jetzt sofort zu ihr. Du musst mitkommen, bitte. Sie sind der rettende Engel. Bitte, Marie zu. Aber ich muss zum Zug nach Dresden. Ich fahre Sie hinterher wieder zum Bahnhof. Ich weiß nicht. Meine Eltern warten auf mich. Nicht nur Marie zu lieben. Sie machen mir auch eine große Freude. Lieber Engel. Franz? Ja, ich bin's. Deck schon mal an den Tisch, wir kommen bald. Ja, ein Engel, ein richtiger Engel. Na, was ist denn? Rede. Gerettet. Gerettet. Na, wie denn? Wo denn? Mein Gott. Ein Engel hat Marie gerettet. Ach, nee. Na, dann Prost. Komm, wir haben keine Zeit. Der Tisch muss gedeckt werden. Der rettende Engel. Sophie, hier, mein Junge. Auch das ist aber schön. Komm hier. Fröhliche Weihnachten, Mutter. Fröhliche Weihnachten, mein Junge. Das wirst bitte gleich in die Brasse stehen. Ja. Du musst nicht mehr, Mama.
ja sowas. Nein, ich bleibe bei euch. Na, wo kommt ihr denn jetzt her? Übrigens, ich habe ihr Kleid enger genäht. Das können sie dann zu Ostern anziehen. Ach, da freue ich mich aber sehr. Dankeschön. Ein Engel in Jeans und Turnschuhen. Ich will nie wieder auf die Himmelsleiter. Psst. Ja, was denn für eine Himmelsleiter? Willst du mir mal erklären, was hier los ist? Also, ich muss hier raus. Du bist doch krank. Ich muss nach Hause, sonst passiert dir noch ein Unglück. Das ist doch alles in Ordnung. Wenn ich meinen Zug verpasse, ich glaube, meine Eltern, die würden das verstehen. Ich könnte ja... Aber nein, das könnte ich gar nicht annehmen. Was meinst du, Marie? Wirklich? Das wäre wunderschön. Manschettenknöpfe gefunden. Na nun, dadurch werden die Ärmel auch nicht länger. Willst du nicht jeder sehen, dass du ein Hemd von mir anhast? Ich mach das schon. Sie kommen? Ich werd verrückt. Mit einem Engel. Wahrhaftig. Ein Engel mit dem Fahrrad. Tatsächlich ein Engel. Der Baron. Angela, das ist unser Wohnzimmer. Schön. Fröhliche Weihnachten. Sie sind der Engel. Ich bin Sophie. Und Sie sind? Sie dürfen Franz und Egon zu uns sagen. Fröhliche Weihnachten, Franz und Egon. Fröhliche Weihnachten. Ja, wo darf ich mich denn umziehen? Ach so, ja, im Flur, rechts, links. Und jetzt wird gefeiert. Also, wie ihr das alles gemacht habt. Danke, Franz. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Egon. Wann dürfen wir zu Tisch bitten? Der Kohl ist gekocht, die Klöße sind geformt. Das ist echt ein bisschen komisch. Die Gans. Die Gans. Fantastisch. Stimmt. So sieht ein Engel aus. Ich glaube, ich muss Ihnen was erklären. Ist das Einzige, was ich noch habe. Ich glaube ja nicht an Wunder, aber Sie haben heute mein Kind gerettet. Ich war noch nie im Dom. Ich gehe Weihnachten immer zur Christnacht. Gut, ich bin dabei. Ich könnte heute ausnahmsweise ein kleines Dankgebet zum Himmel schicken. So. Und jetzt ist der Schiff. Du bist? Schau sie dir genau an. Sie ist ein Engel. Gießen Sie ruhig ein, Herr Franz. Ich trinke gerne Rotwein. Danke. Anziehen! 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 Doch! Doch! Der ist von Oma. Der Hund ist trotzdem schön. Da liegt noch was. Meinst du? Das ist aber schön. Den braucht er doch gar nicht. Papa schläft immer in Unterhose. Das hätte ich fast vergessen. Die sind für dich von Oma. Danke dir. Anziehen. 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 Nimmst du den? Hast du auch ein Geschenk? Aber ich brauche doch gar kein Geschenk. Ich habe ja dich. Aber ich danke dir. Danke dir. Und Oma, was mache ich mit Omas Geschenk? Für
für wen ist denn die? Für Marie. Siehst du? Und ich habe kein Geschenk. Ich sage, es ist von uns beiden. Das ist die einzige Hinterlassenschaft von meiner Oma. Jetzt gehört sie dir. Oh, ist die schön. Wunderschön. Gefällt sie dir? Die gehört wirklich deiner Oma? Ja, die war von der Oma. Tut mir leid. Sie sind leer ausgegangen. Sie haben einen Wunsch offen. Dankeschön. Wie eine richtige Frau. Pass mal auf, mein Kleines. Wenn du morgen zu mir kommst, dann musst du mir alles ganz genau erzählen. Ne? Ja, ich hab euch auch lieb. Ja.